Radio Mittweida Audio. 99.3 Radio Mittweida, die Nachrichten. Im Studio Markus Bender, guten Tag. In der Nacht hat es einen Feueralarm im alten Stadtarchiv gegeben. Davon betroffen war die längste Lesung der Welt. Dazu die Projektorganisatorin Stefanie Walter gegenüber Radio Mittweida. Wir haben jetzt die ganze Zeit durchgelesen natürlich und dann wurde der Feueralarm ausgelöst. Da war ich gerade dran mit Lesen, habe weitergelesen und dann kam aber die Ansage von der Feuerwehr, dass wir räumen müssen. Dann hat sich gleich das nächste Projektmitglied ein Buch geschnappt und wir haben dann draußen neben der Feuerwehr gewartet, was nun passiert, haben weitergelesen und haben jetzt die Ansage bekommen, dass es nur ein Fehlalarm war. Es wurde wohl irgendwie Staub aufgewirbelt. Das Problem ist jetzt behoben. Die nächsten sitzen natürlich schon wieder in der Zelle und es wird weitergelesen, ohne Unterbrechung. Seit gestern findet im alten Stadtarchiv ein Weltrekordversuch statt. Dabei werden in der Gefängniszelle von Karl May alle gesammelten Werke des Schriftstellers ununterbrochen vorgelesen. Informiert, wenn was passiert. 99.3 Radio Mittweida.